Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing und zwar packe ich mit euch zusammen die Cook for Me Plus Connect von Krups aus. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Ich packe es mal mit euch zusammen aus, mal gucken, was Krups da so liefert, was hier alles so im Karton ist. Dann fangen wir mal an. Ihr seht, mächtiger Karton. Cook for Me Plus Connect. Ich habe mich für die Variante hier entschieden, wie auch bei meiner iPrep and Cook, für die Connect-Version, also für die Maximalausstattung hier sozusagen. So, was haben wir hier? Auf dem Deckel haben wir gleich ein bisschen Papier. Zunächst mal ein Kochbuch, würde ich jedenfalls sagen. Ja, sieht aus wie ein Kochbuch, ist es wohl auch. Was ist das hier nochmal sortiert? Achso, ja, die Farben sind verschiedene Gänge. Vorspeisen hier in Rot, dann haben wir hier in Grün Hauptspeisen und danach, nach den Hauptspeisen, welche Überraschung, Desserts. Das finde ich schon mal schön. Also ein kleines Kochbuch mit dabei. Ich habe es noch nicht prüfen können, logischerweise. Ich nehme mal an, das sind die Rezepte, die schon auf der Maschine drauf sind. Es sollen ja 150 Rezepte drauf sein, wenn ich es richtig verstanden habe, bei der Connect. Gucken wir mal, aber die sind alle hier auch nochmal beschrieben und dann wohl auch genau mit den einzelnen Mengen, die man hier einstellen kann. Schritt-für-Schritt-Anleitung. Finde ich gut. Das gefällt mir schon mal echt gut. Ja, da werden wir sicherlich das ein oder andere mal nachkochen. Also so viel hier zum Kochbuch. Ja, was ist das? Nochmal. Ah, das ist eine Bedienungsanleitung. Das finde ich auch gut. Das ist wichtig. Die ist jetzt mehrsprachig. Ja, da wird so ein bisschen erklärt, nehme ich an, ja, wie man das Gerät bedient, wie man es reinigt. Gucken wir uns auch gleich an. Hier sieht man auch schon mal, was man vermutlich auseinandernehmen kann. Ja, das ist jetzt nichts für einen Urlaub. Das kann man in einer halben Stunde lesen. Ja, das sind jetzt wirklich nur ein paar Seiten. Aber immerhin, ne, ihr habt also ganz grob jetzt hier mal mit kleinen Bildern aufgeführt, was ist was, wie baut man was auseinander. Von Seite 27 bis Seite 36. Also mal gerade 9 Seiten. Ist nicht viel, aber für den Anfang schon mal gut. Also kleine Technikanleitung. Ja, dann haben wir hier nochmal die Krups Garantie. Und was ist das? Ach ja, das ist eine Anleitung, dass ich hier richtig sehe, wie man das Ganze per Bluetooth verbindet. Auch mehrsprachig. Seht hier, das sind so ein paar Seiten. Teste ich aus, wenn ich sie verbinde per Bluetooth. Zeige ich euch das, machen wir zusammen. Heute erstmal auspacken angesagt. Ja, also hier auch nochmal so ein kleines Faltblättchen. So, nochmal Papier, ein bisschen Garantie nochmal. Und das war's an Papier. Und dann gehen wir mal an die Maschine. Ja, ihr seht es schon hier. Ja, hervorragend. Vergisst keinen Fingerabdruck. Das ist klasse. Ja, für die Küche nur begrenzt geeignet, wie ich immer finde. Ändert aber nichts, gibt es nicht anders. Ja, ich hole den Apparat mal raus. So sieht das Maschinchen aus. Schick, ne? Also schon sehr stylisch, muss man echt sagen. Schicke Maschine. Sieht so ein bisschen aus wie so ein UFO oder sowas, aber was Fliegendes. Mit den beiden Flügeln hier. Also gut aussehen tut sie, das muss man ja lassen. Da kann man nun wirklich nicht meckern. Na, ihr seht es hier. Ein bisschen Pappe. Ah ja. So. Hier ist schon mal das Anschlusskabel drin. Und tippe mal. Das ist eine Art Dämpftopf. Sieht etwas so ähnlich aus wie auch bei der anderen Krups, bei der iPrep & Cook. Kabel,
ganz normales, das ist ganz schön. Ganz normales Kaltgerätekabel. Also kein spezieller Anschluss hier. Wenn einem das Kabel mal kaputt gehen sollte, dann kann man das also jederzeit durch ein Standard-Industriekabel ersetzen. Das finde ich gut. Das Kabel, lass mich raten. Ja, ist ziemlich genau einen Meter lang. Das ist nicht viel. Oh, ich will mal sagen, es gibt auch kürzere. Aber ein Meter, ja, das ist okay. Ne? Da kann man, glaube ich, in der Küche mit leben. Ein Meter Kabel. So, was haben wir noch? Ah ja, der eigentliche Topf. Oh ja, der sieht schick aus. So. Sehr schön. Wie ich richtig sehe, ist der beschichtet. Das heißt, da sollte so schnell nichts anbrennen, hoffentlich. Der sieht wirklich schick aus. Macht einen massiven Eindruck. Die Griffe sind Kunststoff. Gut, die werden auch nicht heiß. Also in den Ofen stellen kann man das Ding nicht. Wird man wahrscheinlich auch nicht. Jo. Der passt hier ein. Der heißt das eine. Kann man nicht falsch reinstellen. Das geht von alleine. Ja, hier unten. Ah ja. Von hier kommt wahrscheinlich die Hitze dann. Ja. Und jetzt gucken wir uns mal den Topf nochmal näher an. Der Topf hat 4 Liter, wenn ich es richtig gelesen habe. Und das ist schon ganz ordentlich. Man sieht auch hier, wie immer bei diesen Maschinen, kann ich an der Kamera nicht erkennen, weil es immer schwarz auf schwarz ist. Ich glaube hier, so, ich habe es mal anders gemacht. So seht ihr es jetzt. Ne? Hier seht ihr jetzt, hier ist so eine Einkerbung, also eine Markierung. Auch hier sieht man die Fingerabdrücke, wundervoll. So eine Einkerbung maximal bis dahin. Ja, sonst ist vom Topf auch nicht mehr zu sagen. Dann haben wir hier den Deckel. Na, ihr seht hier beim Deckel, das kann man rausnehmen. Ich mache mal hier den Klebestreifen ab. Ich kann jetzt eigentlich nicht abreißen. So. Oh, hier, das sieht nach Ventilen aus. Kann man einfach abziehen zum Saubermachen. Und klickt dann wieder ein. Und das hier kann man auch abschrauben. Machen wir doch gleich. Hier ist auch nochmal Symbol drauf. Hier sieht man also auch nochmal, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sehen kann. Spiegelt leider sehr stark. Ja, auf und zu, also übliche Methode, rechtsrum zu, im Uhrzeigersinn linksrum auf. Ja, dann sieht das so aus. Hier hinten kommt vermutlich der Dampf dann raus. Das ist der Austritt. Ja, und das hier, was ist das? Das kann man auch aufschrauben. Das ist auch nochmal anscheinend eine Art Ventil. Das wieder zusammenkriegen. Ja, geht auch ganz einfach. Ja. Ja, so viel zum Auseinanderbauen hier. Wird man zum Reinigen sicherlich ab und zu machen müssen. Und lässt sich auch sofort wieder aufsetzen. Ja, die kann man auch nicht falsch rum aufschrauben, wenn man das so macht. Dann greift sie gar nicht, also geht auch nur in eine Richtung. Immer gut, also nicht das IKEA-Prinzip, jede Schraube geht von rechts und von links rein, aber hinterher sind sie trotzdem falsch. Nein, alles gut. Das hier gucke ich mir noch an. Ja, der geht hier rein. Ja, schön. So. Ja, wir haben die Maschine mit dem Topf hier drin. Wir haben hier einen Dämpfeinsatz und ein kleines Faltblatt für Bluetooth. Nochmal eine kleine technische Einweisung und ein Kochbuch neben zwei kleinen Garantieblättern. Das ist erstmal der Lieferumfang von Krups hier im Karton. Nun denke ich, schließen wir sie mal an. Müssen wir auch gucken, ob es überhaupt geht. Das sehen wir auf. So, Cook for Me ist am Strom und ich drücke mal auf an. Ja, ich hatte jetzt eben schon zwischendurch mal einmal hochgefahren, habe sie schon mal einrichten lassen. Man muss vorher die Sprache wählen, das habe ich jetzt hier schon gemacht.
Und ihr seht dann, wenn ihr sie eingeschaltet habt, dann kommt ihr jetzt hier auf die Hauptmenüs. Ich fange mal hier oben links mit den Zutaten an. Die Maschine ist wirklich, soweit ich das jetzt sehe, echt intuitiv bedienbar. Zutaten, aha, da kann man also hier nach Fleischsorten wohl wählen, ja. Fisch, Gemüse, Obst, Fleisch, ja, ich fange mal mit Fleisch an. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, ah ja, dann sieht man hier Geflügel, Kalb, Kaninchen, Lamm, Rind, Schwein. Aha, okay. Ich drücke mal auf Schwein. Ah, dann hat man die verschiedenen Zubereitungsarten, Bratenstücke oder Knochenstücke. Okay, ich bestätige mal Braten. Ah, da muss man jetzt Gewicht eingeben. Okay, unter 400 Gramm macht sie es nicht. Also mindestens 400 Gramm an Fleisch müssen verwendet werden. Bis maximal 1 Kilo. Dann haben wir hier nochmal Stücke. Auch 400 Gramm und bis 1 Kilo. Und lass mich raten, Knochenstücke 400 Gramm bis 1 Kilo. Genau. Und das ist also überall so, mehr als 1 Kilo geht nicht rein und mindestens 400. Das wird bei allen Fleischsorten so sein. Lass mal gucken, ich mache mal Kaninchen. Ja, 400 und maximal 1 Kilo. So viel also zur Menge. Was haben wir noch? Dann haben wir Fisch. Fisch. Nehmen wir mal ganz allgemein Fisch, wenn man nicht weiß, was für ein Fisch. Achso, Steaks oder Filet. Gleiches Spiel, 400 Gramm mindestens, höchstens 1 Kilo. Gut, habe ich kapiert. Da gehen wir wieder raus. Ja, was haben wir noch jetzt an einzelnen Zutaten, Gemüse und Obst? Reis und Cerealien. Lese ich das richtig? Das ist falsch, oder? Reis und Cerealien. Ich würde sagen, das ist falsch geschrieben. Reis und Cerealien. Dann gucke ich nochmal nach. Also meines Erachtens Cerealien, da fehlt was, aber gut. Also Fleisch, Cerealien oder Cerealien, Gemüse und Obst, Fisch, Fleisch. So, das war's wieder. Dann sind wir durch. Was haben wir noch? Dann haben wir oben im Menü hier Rezepte. Rezepte. Die Maschine hat ja, wenn ich es richtig gelesen habe, 150 verschiedene Rezepte schon gespeichert. Ich fange mal mit der Vorspeise an. Auberginenkaviar. Ist ja spannend. Auberginenkaviar bis Zwiebel-Brokkolisuppe. Ah, okay. Ich gehe da mal rein. Und hier haben wir jetzt zwei Personen. Ja, auch hier unter 400 Gramm und unter zwei Personen macht sie es nicht. Und maximal 6. Also 400 Gramm bis 1 Kilo sind die Mengen immer und mindestens 2 Personen, höchstens 6, ist hier die Idee von Krups. Hier, gehen wir wieder raus, gucken, ob das bei allen so ist. Das wird jetzt identisch sein. 2 Personen, weiter runter kann man nicht. Und höchstens 6. Okay. Nächstes Menü, nächster Gang, Hauptspeisen. Hauptspeisen, gleiches Muster. Balsamico Hähnchenkeulen, das hört sich lecker an. Gehen wir da mal rein. 2 Personen mindestens, ja. Höchstens 6. Mehr geht nicht. Gehen wir wieder raus und letzter Block jetzt hier Dessert. Na, auch da Ananas mit Vanillesirup bis Zitronenpudding. 2 Personen bis 6. Ja, das hat man, glaube ich, schnell kapiert. So, das sind die Menüs hier für Rezepte. Dann gehen wir einen weiter runter. Bibliotheken, was versteckt sich da bei der Bibliothek? Bibliotheken, da gibt es nichts. Ja, also nichts zu lesen hier, da muss ich doch mein Kindle nehmen. Keine runtergeladene Bibliothek in diesem Menü, können wir also wieder rausgehen. Heißt aber, man kann ganz offensichtlich die Rezepte hier erweitern. Ich nehme mal an, das steckt ja wohl hinter der Bibliothek. Mal gucken, wie das geht, gucke ich mir später an. Bibliotheken, dann haben wir jetzt hier noch manuell, denn ich bin ja eher jemand, der manuell arbeitet. Ich werde vermutlich wenig von den vorgegebenen Rezepten nehmen. Manuell. 4 Untermenüs, Garen unter Druck, klassisches Garen, Aufwärmen, Warmhalten. Wir fangen mal an mit Garen unter Druck. Achso, jetzt muss man hier einstellen, Garen unter Druck. Wenn ich das jetzt bestätige, dann würden wir sofort loslegen. Ja, und dann sagt er mir auch schon mal hier, du musst den Deckel zumachen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen abbrechen. Also manuell wieder. Gehen wir mal zu klassischem Garen. Was steht da dann? Das heißt, so verstehe ich es jedenfalls, nicht unter Druck, also Deckel zumindest nicht zu. Ach, 3 Stufen haben wir da wieder. So, da haben wir erstmal schonendes Kochen, dann haben wir Schmoren und dann haben wir Braten. Wenn ich das jetzt bestätige, passiert was?
Ah, dann fängt er an aufzuheizen. Wollen wir nicht, also mache ich erstmal aus. Ja, wir wollen das stoppen. Also ihr seht, das ist wirklich sehr, sehr, sehr intuitiv bedienbar, ist total easy. Ne, wir wollen hier stoppen und hören auf und das war's dann auch schon. Das kapiert man, glaube ich, sehr schnell. Das ist alles nicht schwierig. So, was haben wir noch? Zutaten hatten wir, Rezepte hatten wir, Bibliothek hatten wir. Ja, dann denke ich, sind wir erstmal durch. Einmal mit den Menüs und jetzt gehe ich mal runter in die Einstellung. Mal gucken, was da sich verbirgt. Ach, da sieht man nochmal die Sprachen, dann kann ich hier nochmal aufrufen. Das ist schön. Ne, da seht ihr nochmal hier Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Niederländisch. Kann man einstellen. Ne, Deutsch haben wir schon. Dann kann man auch tatsächlich Rezepte löschen. Okay, machen wir auch Bibliothek. Da haben wir nichts. Das ist konsequent. Was ist hier? Da fragt er mich jetzt. Ah ja, jetzt kann ich alle Rezepte alphabetisch durchlaufen und kann mich entscheiden, kann sagen, die finde ich blöd. Die will ich nicht in meiner Bibliothek haben. Also die möchte ich gelöscht haben. Gibt es keine Veranlassung zu. Gehen wir wieder zurück. So, dann haben wir nochmal Display und Töne. Ich hatte jetzt schon im Netz gelesen, dass einige wieder genervt sind, dass die Maschine solche Töne macht. Und siehe da, die kann man vermutlich ausstellen. Kann man. Ne? On, off, also das ist schon mal cool. Ihr seht hier, jetzt sind die Töne aus. Ich lasse die mal an. Finde ich ganz praktisch. So, Töne kann man also auch an- und ausstellen. Was sagt das Display? Ah, man kann sogar die Helligkeit dimmen. Das ist ja schön. Gehen wir mal rein. Ah, wahrscheinlich, wenn ich nachts kochen will, damit ich nicht so geblendet bin. Jo. Also Helligkeit, ich lasse die mal auf volle Pulle. Ist ja keine Batterie. Und was haben wir jetzt hier noch? Ein Demo-Modus. Ein Demo-Modus, das sagt mir noch nichts. Gucke ich mir noch an. Wahrscheinlich führt einem die Maschine dann irgendwie was vor, ein Rezept durcharbeiten, was auch immer. Brauche ich jetzt nicht. So, dann sind wir wieder oben und jetzt haben wir als letztes noch Connect. Sind wir das Ding oder können wir das Ding irgendwie verbinden? Und das kann man an- und ausstellen hier. Gucke ich mir noch an, wenn ich irgendwann mal mit euch ein Gericht nachkoche, dann machen wir auch die Verbindung. Hier reicht erstmal jetzt die Demo. Also, das ist das Menü Einstellung. Ja, und dann haben wir jetzt noch den An- und Ausknopf. Möchten Sie das Gerät ausschalten? Yep. Und die Cookfamilie verabschiedet sich. So viel erstmal von meiner Seite jetzt hier für das Unboxing der Cook4Me Plus Connect, Himmelswille, was für ein Name, von Krups. Bin ich zufrieden. Sie sieht toll, sie sieht schick aus, sie ist sehr stylisch, muss man wirklich sagen. Und die Bedienung habt ihr eben gesehen, wir sind einmal alle Menüs zumindest mal ganz kurz durchgegangen. Ist wirklich easy, ist wirklich intuitiv zu kapieren. Ich habe sie noch nicht verbunden, mache ich wie gesagt in einem der nächsten Videos. Aber bis hierhin würde ich sagen, toll, massiv, macht einen sehr wertigen Eindruck. Ich bin zufrieden. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.